Flux FM in digitaler Gesellschaft. Der Ratifizierungsprozess wird aber trotz aller Kritik vorangetrieben und sollte diese Woche mit der Zustimmung der zuständigen Minister der EU eine erste wichtige Hürde nehmen. Eine Lösung konnte beim gestrigen Treffen der Handelsminister aber nicht gefunden werden. Ob damit jetzt das Aus für das Abkommen besiegelt ist und wie das weitergeht, darüber sprechen wir jetzt mit Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft. Hallo. Hi. Hallöchen. Schön, dass du hier bist. Ja, danke. Das Handelsabkommen. Vielleicht bringst du uns nochmal alle auf einen Wissensstand. Was ist denn CETA überhaupt und warum ist das so umstritten? Also CETA ist ein Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada und es soll eigentlich der Freihandel realisiert werden. Das bedeutet, also es sollen Zölle abgebaut werden, damit dann eben der Handel viel leichter funktioniert und die Zugänge zu den jeweiligen Märkten für die Unternehmen aus Europa beziehungsweise Kanada deutlich vereinfacht wird. Das ist das Ziel des Abkommens, aber es gibt eben sehr, sehr viel Kritik auch an dem Abkommen. Das erste habt ihr eigentlich schon selber gesagt, es wurde viele Jahre intransparent verhandelt. Mhm. Das ist so eine ganz grundsätzliche und generelle Kritik an allen Abkommen, die die EU mit Drittstaaten auf den Weg bringt. Denn hier wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt, sodass sich die Zivilgesellschaft eigentlich überhaupt nicht einbringen kann in den Prozess. Wirtschaftsvertreter aber haben sehr wohl Zugang zu den Verhandlungen und hier entsteht dann eben ein Ungleichgewicht zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft, was wir grundsätzlich kritisieren. Darüber hinaus sind in dem Abkommen selbst dann zum Beispiel sogenannte Schiedsgerichte vorgesehen. Das bedeutet, dass dann eben Unternehmen vor privaten Gerichten, vor Richtern, also die nicht vom Staat, also keine staatlichen, sondern auch private Richter, können die vor diese Schiedsgerichte gehen und können dann gegen Staaten klagen und können halt eben einen bestimmten Zugang zu einem Markt einfordern. Nehmen wir an, es gibt jetzt also eine Reform in Deutschland, die eben sagt, wir wollen, keine Ahnung, unsere Umweltstandards ändern, wir wollen zum Beispiel kein Fracking mehr und in Kanada wäre aber Fracking erlaubt, also dieses sehr wenig umweltschonende Verfahren, um an Energie zu kommen, dann könnten kanadische Unternehmen zum Beispiel klagen und könnten auf Zugang auf den europäischen Markt klagen. Und wenn eben die Europäer sagen, es gibt dieses Recht nicht, dann müssen sie diesem Unternehmen dann halt Geld zur Verfügung stellen, damit eben dieser Wirtschaftsausfall kompensiert werden kann. Und das ist natürlich auch ein massives Problem, was mit diesem Abkommen einhergeht. Mhm. Ihr kritisiert das Projekt ja auch wegen den Datenschutz- und Urheberrechtsregeln. Was genau ist das Problem aus netzpolitischer Sicht? Ja, da gibt es auch einige Probleme. Also das erste große Problem ist halt der Datenschutz. Das ist ähnlich wie mit den USA, denn dort gibt es eben diese Massenüberwachung. Also das bedeutet, dass Geheimdienste ungehindert Zugriff auf die Daten von europäischen Bürgerinnen und Bürgern nehmen und diese dann eben auch auswerten und speichern. Und in dem Abkommen ist zum Beispiel vorgesehen, dass Daten nach Kanada übermittelt werden dürfen in bestimmten Fällen. Und dann wird einfach gesagt, dass Datenschutzniveau würde ausreichen, was aber de facto nicht der Fall ist. Das wissen wir seit dem EuGH-Urteil eben zum Safe Harbor damals, was eben diesen Datenabkommen zwischen EU und USA regelt. Und dort wurde gesagt, das große Problem ist eben diese Massenüberwachung, die da stattfindet. Gleiche Massenüberwachung findet in Kanada statt. Damit gibt es eben also ein massives Datenschutzproblem. Aus Urheberrechtssicht ist es so, dass dann zum Beispiel auch so ein sehr restriktives Urheberrecht, also dieses alte, verstaubte Urheberrecht, was wir aus Deutschland kennen, eigentlich dann auch noch mit nach Kanada getragen wird, beziehungsweise dort in dieses Abkommen reinverhandelt wird. Also sowas wie eine Fair-Use-Klausel, die wir schon seit Jahren fordern, würde dann halt gar nicht mehr auf den Weg gebracht werden. Also zum Beispiel der Kopierschutz für Privatkopien bleibt bestehen. Also das bedeutet, wenn ich mir ein Werk kaufe, das privat für mich nochmal kopieren möchte, das wird durch dieses Abkommen unterbunden. Das bedeutet also, dieses alte, verstaubte Urheberrecht wird zementiert. Ja. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und darüber hinaus gibt es auch noch so Patentfragen. Also das ist auch noch mal ein generelles Problem. Also auch gerade im medizinischen Bereich ist es so, dass eben die Patentrechte gestärkt werden. Und das führt dann dazu, dass sogenannte Patenttrolle dann eigentlich unterwegs sind. Das sind so Firmen, die nichts produzieren, die nichts machen, die einfach nur Patente einkaufen. Aha. Und dann halt wiederum Firmen verklagen, die halt mit diesen Patenten dann irgendwie arbeiten, um dann an Geld zu kommen. Und dieser Wirtschaftszweig in Anführungsstrichen wird durch so ein Abkommen dann auch weiter gestärkt und deswegen kritisieren wir natürlich auch diese Bereiche des Abkommens. Gestern haben sich die EU-Minister getroffen und sind nicht zu einer Einigung gekommen. Was bedeutet das jetzt für dieses CETA-Abkommen? Na, das ist natürlich erstmal sehr schön, wenn die nicht zu einer Einigung kommen, weil dann wird der ganze Prozess halt verzögert. Vielleicht führt es eben auch dazu, dass das Abkommen eben nicht unterzeichnet werden kann. Bisher ist es so, dass sich vor allen Dingen drei Staaten dagegen wehren. Das ist einmal Bulgarien und Rumänien. Die haben aber eigentlich überhaupt kein Problem mit dem Abkommen.
kommen, sondern die wollen gerne Visafreiheit haben. Also die wollen halt gerne, dass dann die Visafreiheit von den Kanadiern gewährt wird. Da wird dann sozusagen so andere Politikfelder werden dann sozusagen mitverhandelt aus deren Sicht. In Belgien ist es so, dass man tatsächlich auch eine inhaltliche Kritik an dem Abkommen hat. Deswegen konnten sich die Handelsminister der Staaten noch nicht einigen. Das soll jetzt aber unbedingt diese Woche noch geschehen, denn nächste Woche findet der EU-Kanada-Gipfel statt, wo sich eben die Regierungsvertreter aus den beiden Staaten treffen. Und dort soll das Abkommen eigentlich unterzeichnet werden. Das war der eigentliche Fahrplan. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ob man das noch schafft. Egal wie, ist aber natürlich, sind alle anderen EU-Staaten schwer dafür, beziehungsweise die Regierungen dieser Staaten sind schwer dafür, dieses Abkommen auf den Weg zu bringen. Es gilt ja auch als Goldstandard für TTIP. Also das bedeutet, dass man dieses Abkommen braucht, um dann eben auch TTIP durchzudrücken. Deswegen wollen vor allen Dingen die Handels- und Wirtschaftsminister dieses Abkommen haben. Und deswegen ist davon damit zu rechnen, dass der Druck auf die drei Staaten noch größer wird und das Abkommen schlussendlich unterzeichnet wird und damit diese wichtige Hürde zumindest dieser EU-Unterzeichnung erstmal genommen ist. Falls das also passiert, falls die Minister dieses Abkommen nächste Woche unterzeichnen, wann und wie würde denn CETA dann in Kraft treten? Also es ist so, dass diese Unterzeichnung von den Ministern noch nicht ausreicht, damit das Abkommen halt rechtsverbindlich überall in Kraft treten kann. Danach muss das EU-Parlament noch zustimmen. Und dann ist immer noch so die große Frage, aber wir gehen davon aus, dass auch die nationalen Parlamente dieses Papier noch ratifizieren müssen. Also da ist noch ein ganz langer Prozess eigentlich vor uns, wo dann auch noch an vielen Stellen mögliche Staaten sagen können, nein, wir wollen das Abkommen nicht. Geplant ist, dass bis Ende 2017, also Ende nächsten Jahres, dieses Abkommen dann auch so weit fertig sein soll, dass es in Kraft treten kann. Wir hoffen natürlich, dass das nicht der Fall ist. Es gibt jetzt also sozusagen noch mindestens ein Jahr Zeit, wo man sich auch einbringen kann und protestieren kann oder ähnliches. Mhm. Ja, du sprichst jetzt gerade an, in der Vergangenheit gab es viel Proteste, es gibt immer noch viele Proteste. Was können wir denn jetzt als Otto-Normalverbraucher dann noch machen? Also momentan ist das Zeitfenster halt so, dass wir jetzt eben auf die Unterzeichnung erstmal von den Mitgliedstaaten warten und dann aber, wenn dieser Ratifizierungsprozess beginnt, also wenn das EU-Parlament darüber abstimmen muss, dann ist es halt auf jeden Fall wichtig, sich nochmal an die EU-Abgeordneten zu wenden, dort zum Beispiel zu schauen, wer in seinem Wahlkreis in der EU im EU-Parlament sitzt und dort zu den Abgeordneten zu gehen und zu sagen, sie sollen gegen dieses Abkommen stimmen, denn das ist halt gegen die Demokratie und wie gesagt, wir haben auch schon aus wirtschaftlicher und auch aus netzpolitischer Gesicht gesehen, wo die ganzen Probleme liegen. Also man sollte sich auf jeden Fall an die EU-Abgeordneten wenden, das ist die erste Adresse und dann muss man eben nochmal schauen in den nationalen Ratifizierungsprozessen, dass man sich dann gegebenenfalls nochmal an die Bundestagsabgeordneten wendet. Und natürlich auch mal schauen, es gibt immer viele große Demonstrationen gegen das Abkommen, war jetzt am 10. Oktober erst wieder so weit, dass da 250.000 Leute auf die Straße gegangen sind. Das wird sicherlich auch weitergehen, diese Bewegung, und da natürlich sich solchen Protesten auch anschließen. Ja, das CETA-Abkommen ist also noch keinesfalls vom Tisch. Es könnte in ein paar Tagen dann trotzdem noch weitergehen. Ja, danke Alexander Sanner vom Verein Digitale Gesellschaft. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Ciao. Flux FM in digitaler Gesellschaft.